Und wir wollen jetzt mit einer Praktikerin über dieses Thema sprechen. In unserem Interviewstudio begrüße ich Nina Hochleitner, Direktorin am Bundesrealgymnasium Stubenbastei. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Lenglinger. Finden Sie das gut, was da heute beschlossen wurde? Ein weiteres Jahr mit nur freiwilliger mündlicher Matura? Also in Anbetracht dieser Corona-Pandemielage für unsere Schülerinnen und Schüler und Maturantinnen und Maturanten muss ich sagen, ja, haben sie absolut verdient. Glauben Sie, werden das viele sein, die sich dann freiwillig melden zur Matura? Weil es könnte ja ein erster Impuls sein, zu sagen, wenn ich nicht muss, dann werde ich nicht. Ich glaube, dass das jetzt einmal sickert bei den Maturantinnen und Maturanten. Das habe ich heute schon mitbekommen, auch als ich mit unserem Schulsprecher darüber gesprochen habe. Und nein, ich glaube, allzu viele werden das nicht sein, vielleicht bis zu 25%. Und vor allem natürlich diejenigen, die besonderen Wert auf ein ausgezeichnetes Maturazeugnis legen, die werden vielleicht auch noch sagen, die ein oder andere Note möchte ich mir durch den mündlichen Antritt auch wirklich noch einmal verbessern. Ja, und das wird ja auch vermerkt im Zeugnis, haben wir heute gehört, wenn man angetreten ist zur mündlichen Matura, dass man das gemacht hat. Was sagen Sie aber all jenen, die wie schon im letzten Jahr meinen, das ist eine Matura, die mehr oder weniger hergeschenkt wird? Also die Kurzantwort wäre, nein, das sehe ich nicht so. Die etwas ausführlichere Antwort ist, man muss sich überlegen, das sind, bis unsere Maturantinnen und Maturanten mit fertig sind mit der Reifeprüfung, sind das 3 Semester Corona-Pandemie. Und in der Zeit haben sie wirklich viel geleistet, extrem eigenständig gearbeitet und für den Abschluss dieser 8. Klasse und für die Reifeprüfung gekämpft. Und ich glaube, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, nein, das ist kein Ausverkauf und das ist auch kein Geschenk. Nichtsdestotrotz diese Sorge, dass die Qualität der schulischen Ausbildung während der Pandemie einfach nicht aufrechterhalten kann, das hören wir ja sehr oft. Ist das eine verlorene Generation, so wie das ja auch immer wieder gesagt wird? Also Generation ist, glaube ich, grundsätzlich einmal schon das falsche Wort, weil Generationen sind ja doch 20, 25 Jahre. Oder verlorene Jahrgänge, ein, zwei Jahrgänge dieses Jahr, letztes Jahr. Ja, ich denke, man muss unterscheiden. Für die Jüngeren wird das gar nicht zutreffen, für die 7. und 8. Die werden natürlich Defizite in dem einen oder anderen Bereich haben, wie zum Beispiel externe Referentinnen, Schnittstellen, Kooperationen mit Unis, PH und Co. Auf der anderen Seite haben die zwei enorm starke Bereiche vorzuweisen für Arbeitgeberinnen und auch zukünftige Unis oder FHs, nämlich das eine ist die Eigenständigkeit. Diese Jahrgänge inklusive der jetzigen 7. Klassen mussten ein Maß an Selbstorganisation an den Tag legen, wie kein Jahrgang je zuvor. Und der zweite ganz große Bereich, wo sie wirklich Profis geworden sind, ist jener der Digitalisierung. Also da klingt es durch, da haben Sie auch positive Erfahrungen gemacht. Ja, ich möchte jetzt die Krise nicht loben, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja? Wir wünschen uns alle, dass sie schnell vorbei ist und dass wir dann irgendwann lächelnd zurückblicken und sagen, es war schon hart, aber Gott sei Dank ist es vorüber. Aber ja, in puncto Digitalisierung hat diese Krise einen Impact ausgelöst, den hätten wir in dieser kurzen Zeit sonst sicher nicht in dieser Form und in diesem Umfang gehabt. Und so wie der Unterricht jetzt läuft, also dass die ausgedünnten Klassen, die Nasenbohrer, Selbsttests, das Masketragen auf den Gängen, funktioniert das bei Ihnen? Können Sie so weitermachen bis zum Sommer? Das Schöne an jungen Menschen ist ja, dass sie extrem flexibel sind und sich wirklich auch an viele Dinge sehr schnell gewöhnen und das jetzt schon zum Alltag gehört. Es stößt sich niemand mehr an den Masken, niemand an den Nasenbohrertests. Auch an den Abstandregeln nicht. Das heißt, es funktioniert wirklich gut an den Schulen. Jetzt spreche ich natürlich für die AHS, also für die etwas älteren Kinder, es funktioniert richtig gut. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass die Schule so lang wie irgend möglich kontinuierlich offen bleiben kann und nicht Stop-and-Go-Modus hat. Und wenn sie offen bleiben soll, dann ist das ganz einfach der Way of Life. Das heißt, testen, testen, statt vermischen und treffen und Hygienevorschriften einhalten. Und der Schichtbetrieb hilft natürlich schon, in puncto Ausdünnung und 2 Tage Anwesenheit, auf die man sich verlassen kann, ist deutlich besser als ein genereller Lockdown und zu Hause bleiben zu müssen. Frau Hochleitner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.